Bei mir ist heute die Pharmazeutin Frau Caroline Frauendorfer zu Gast, die sich hervorragend mit Hausmittelchen auskennt. Guten Morgen, Frau Frauendorfer. Guten Morgen. Frau Frauendorfer, Senioren leiden ja oft unter Schlaflosigkeit. Wie entsteht denn das überhaupt und was kann ich dagegen tun? Also gerade bei Senioren ist es wichtig, dass sie auf die sogenannte Schlafhygiene achten. Das ist ein Ritual am Abend, das auch entspannend wirkt. Wichtig wäre auch, auf Fernsehen zu verzichten, bis spät in die Nacht, weil durch das LED-Licht kann Melatonin abgebaut werden und das stört sozusagen die innere Uhr, um sich auf die Schlafenszeit einzustellen. Gibt es irgendwelche Mittelchen aus der Natur, die schlaffördernd wirken? Sehr gut sind auch Hopfen, Melisse, Passionsblume. Ich persönlich trinke auch sehr gerne Orangenblüten. Die schmecken gut und wirken entspannend. Vielen lieben Dank, Frau Frauendorfer, für die ersten Tipps. Wir sehen uns ja heute noch in daheim in Österreich bei Pumperl gesund und dann besprechen wir noch andere Hausmittelchen. Sehr gut, ich freue mich schon. Kommen Sie bis dahin gesund und munter durch den Tag. Alles Liebe, Ihre Christine Reiler.